Mit Trockenfutter bringt ihr eure Katze um. Hallo, ich bin Henny, ich bin Tierarzt aus Leidenschaft, ich bin Tierernährungsberater und Tiergesundheitscoach. Also allem voran, ja, völlig egal, ob die Katze magensensibel ist oder irgendwas anderes, aber erst recht dann, gebt eurer Katze bitte, bitte, bitte bloß kein Trockenfutter. Ich weiß, jetzt gerade im Sommer, wenn es wieder wärmer wird, ist Nassfutter auch manchmal bar, wenn es rumsteht und warm wird und die Fliegen dran gehen und so weiter. Aber grundsätzlich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage euch, mit Trockenfutter bringt ihr eure Katze um. Eine Katze ist ein Steppentier. Die trinkt in der freien Natur überhaupt nicht. Die kennt den Vorgang Trinken eigentlich überhaupt nicht. Die deckt komplett ihren Wasserbedarf übers Beutetier, was normalerweise so etwa 80% Feuchtigkeit enthält. Der Haken ist, wenn ihr Trockenfutter füttert, Trockenfutter hat nur 80% Feuchtigkeit. 8% Feuchtigkeit. Das heißt, wenn eine Katze 200 Gramm Trockenfutter frisst, wird sie nicht, die wird weniger fressen. Aber im Vergleich jetzt mit 200 Gramm Dosenfutter. Mit Dosenfutter hat eine Katze dann schon etwa 160 Milliliter Wasser aufgenommen. Wenn die jetzt Pendant an Trockenfutter dazu bekommt, hat die schon einen Wassermangel von 150 Milliliter. Und macht das mal in eine Schüssel. Keine eurer Katzen trinkt 150 Milliliter Wasser. Und jetzt kommt das große Problem. Meistens nimmt der Tierarzt dann mal Blut bei der Katze und sagt, die müsst mehr trinken, die hat ganz schön dickflüssiges Blut. Meine Katze trinkt nicht mehr. Dass die überhaupt trinken, ist schon eigentlich nicht natürlich. Und was kriegen alle unsere Katzen im Alter oder sehr, sehr viele? Eine Niereninsuffizienz, Nierenversagen. Na, Prost Mahlzeit, das ist hausgemacht. Das Problem ist leider, Trockenfutter ist bequem, es hat auch 1000 Vorteile, aber nur für uns. Trockenfutter hat nicht einen Vorteil für die Katze. Leute, das ist scheiße, wirklich. Habe ich lange gebraucht, dahinter zu kommen. Ich musste die erste Ausbildung als Tierernährungsberater machen. Als Tierarzt habe ich das nicht geblickt. Ich ganz ehrlich, mache ich den Kollegen draußen auch gar keinen Vorwurf. Aber füttert bitte euren Katzen ein Feuchtfutter. Dann umgeht ihr ganz, ganz viele Probleme. Das nächste Problem ist, Trockenfutter hat unheimlich viele Konservierungsstoffe. Das einfach durch die Art und Weise, wie es hergestellt wird, haltbar gemacht werden muss. Es sind Fettstabilisatoren da drin. Und auch diese Sachen sind überhaupt nicht gesund. So, deshalb Hausrezept für Nierenprobleme kann ich nicht sagen. Man muss sie animieren, dann ein bisschen mehr zu trinken. Vielleicht ein bisschen Thunfisch im Wasser, habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Aber das A und O ist erstmal, füttert lieber ein gutes Feuchtfutter. Im Idealfall nehmt ihr euch noch einen Tierernährungsberater mit ins Boot. Wenn sonst Fragen sind, schreibt mich auch gerne mal an. Und lasst mir gerne ein Like da, auch gerne ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen und hören uns.